Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ich bin es, der glücklose Master, und ich habe leider eine traurige Nachricht. Ich habe kein Geld mehr, ich habe alles verzockt. Ich hatte von 1000 auf 0 mich runtergewirtschaftet, ja. Tatsache, ich habe nichts mehr, ich kann nicht mal mehr gegen ihn spielen, naja. Da kann ich gerade nichts ändern. Aber wir werden mal sehen, was für ein Auftrag er hat. Seid ihr ein Soldat? Schauen wir mal, was er da antwortet. Ups, sorry. Mir ist diese Rüstung aufgefallen. Ist die meines Bruders. Er hat bei Brenner und andernorts gekämpft. Ich mag Soldaten, außer meinem Bruder. Ganz ruhig. Ich bin kein Soldat. Genau. Was habt ihr auf dem Herzen? Sind Ungeheuer in der Gegend? Das Heulen aus dem Dorf lässt meine Milch sauer werden. Nichts Ungewöhnlicheres als das? Der Nebel war einmal so dicht, dass ich mich verirrte und zum Haus der Hexe kam, wo ich sah, wie eine große Bestie durch ihr Fenster blickte. Könnt ihr mir mehr erzählen? Ich blieb natürlich nicht dort. Ich rannte so schnell weg, dass mich meine Füße fast überholten, aber das Ding war so groß wie ein Pferd. Spie Rauch und Funken, wie ein Herdfeuer. Okay. Später. Ich kann das irgendwie nicht glauben. Mein Name Alkoholiker, aber vielleicht sagt er die Wahrheit. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Auf jeden Fall nicht. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben. Waren erst recht nützlich? Verschlangen Maulwürfe und Insekten? Wo liegt denn das Problem? Ja. Jetzt sind sie so groß wie ein Mann mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120. Müsste eigentlich viel mehr verlangen. Ich bezahle 50 Orens. Trinken wir darauf. Klar. Lass uns trinken. Das ist so geil. Passt auf, was ihr erleben werdet. 120 und keinen Ohren weniger. Klallt er etwa ein bisschen? Zwei Unkräuter für 70 Orens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. Prost. Wie geil der Typ ist, ich schwöre. Und jetzt, passt auf. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht und einen zum Abschied. Auch klar, natürlich. Oh mein Gott. Diese Sicht. Ich fürchte, wir werden jetzt Unkraut jagen. In einem extrem coolen Zustand. Ey, Bestie, du bist hier ein Opfer. Ja. Oh, das war zu schnell. Wir sind auch im betrunkenen Zustand noch ein wahrer Hexer. Im Arsch, Bestie. Ups. Ja. Ich bin nicht so gut daran, betrunken nachzumachen. Vielleicht sollte ich mich erstmal auch besaufen. Und dann hier rüber ventieren. Vielleicht aber auch nicht. Wenn ich mir so ansehe, wie viel Schaden ich kassiere, weil ich betrunken bin. Oh, schaut. Ich habe die Bestie gekillt. Ich bin ein wahrer Held. Der Trunkenheit. Was hatte er da? Äther. Sporen. Ja, Äther. Sag ich ja. Da ist noch einer. Ein Echinops. Sei ruhig. Nimm das. So, und das. Und nochmal. Und yeah. Keine Müdigkeit vorschützen. Kein Problem mehr, Gräser. Oh, und nochmal, ja, erledigen, sagte ich, erlediges Viech. Die ziehen ja wirklich einiges ab hier, aber das sollte so langsam. Doch, Alter, endlich. Da haben wir ihn erledigt. Hey, das steht aber komisch hier. Aber egal, erledigt. Und jetzt sind wir immer noch betrunken, aber wir gehen hin. Wir haben es geschafft.
diesen schönen Zustand, dem eine reinzuhauen. Ja, wenn ich erstmal Geld angesammelt habe, dann werde ich, ihr wisst schon. Da ist er, müde, aber habe Aufgaben erledigt. Was habt ihr auf dem Herz? Oh, bin so betrunken, Alter. Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ja. Ihr wollt eure 80 Ohrens? Betrüger. Ja. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Aha. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Oh ja, Miss Kell. Ich werde dir dein Geld wieder abknöpfen, was du mir abgeknöpft hast. Das schwöre ich dir. Oh ja. So, jetzt muss ich die anderen zwei Aufgaben erledigen, Aber vielleicht sollten wir uns erstmal ausruhen. Für mich wirklich nicht ganz so gut. Oh, da ist wieder der Hund, ja. Und was hat er vor? Oh, das Hund. Okay, why not? Er jault hier aber ganz komisch herum. Weiß nicht, ob mir das gefällt, so in der Nacht. Hallo, mein lieber Hund. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Ja, mein schwankender Geralt. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Ja, sei nicht so böse, brutal. Was gewalttätig. Bewachst du denn? Genau. Was bewacht er da? Ich weiß nicht, was hat er da? Ist hier irgendwas? Ja. Aber nach was? Ja. Was keine Ahnung, was er da bewacht. Aha, ich bin zu betrunken. War irgendwas zu sehen. Vielleicht ein andermal. Wenn ich eine Schaufel gefunden habe oder irgendwas. Denn ich muss ja scheinbar. Oder kann ich dir hier einfach eine verpassen? Wie geht das Zeichen? Das will er nicht gegen den Hund machen. Oh, Spiel unterbrochen. Das tut mir leid. Wir gehen hier jetzt einfach mal weg und schauen, dass wir uns erholen. Okay, das dauert etwas. Ich glaube, wir gehen jetzt. Wohin wollen wir denn jetzt? Ich werde nämlich hier auch kämpfen müssen im betrunkenen Zustand. Oh, Raben? Nee, Hunde. Einer. Und? Hast du ein Problem? Okay, mehrere. So, komm her. So, erledige ihn. Geralt. Hexer, greif endlich an! So. Ja. Okay, einer ist tot. Dann greif ihn an. Los. So. Okay, okay. So. Das ist doch kein Problem hier. Noch ein Hund. Alter, wo kommst du her? Meinst du, du hast eine Chance hier? Auch wenn ich betrunken bin, seid ihr nur leichte Beute. Oh ja, also richtig leichte Beute. Ha, 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 ha. Das macht mich schon fast wieder fit. Ja, aber nur fast. Auch noch ein paar Überreste. Okay, haben wir alles erledigt. Jetzt kann er wieder ganz betrunken laufen. Sehr schön. Ah, das Adrenalin hat mich kurzzeitig. Wo ist hier das verdammte Gasthaus? Okay, ja, wir gehen da ganz schnell hin. Das schaffen wir auch in diesem Zustand. Oh, ja, Mann. Oh, es wäre schlecht hier. Hat jemand ein Wasser? Oder ein Bloody Mary? Hier geht's ganz schlecht. Ja. Oh, ein Hund. Süßer Hund. Was hast du mit mir vor? Hey, hey, greift mich nicht alle an. Willst du mich verarschen? Komm, jetzt töte ihn doch. Ach, komm schon. So, das gibt's nicht. Endlich! Das gibt's doch nicht. Greif ihn an und töte diesen verdammten dummen Hund hier. Ja, schau ihn weiter an. Ich weiß, dass du betrunken bist, aber das heißt doch nicht, dass du rumstehen musst. Also echt. Das ist unglaublich. Aber schaut, während dieser Kampfstellung ist er immer weniger betrunken, habe ich das Gefühl.
Dann kann er plötzlich normal sein. Und jetzt können wir kurz und jetzt Shot. Los. Ha, Shot. Geiler Trick, aber Waffe ziehen. Dann laufen wir wieder ganz normal rum. Okay, okay. Das ist schön. Können wir hier rumlaufen, schauen, ob Soldat da ist. So. Ja, behalte deine Waffe. Mag es schnell rumzulaufen, wisst ihr. Ha, im Gasthaus zurück. Das ist schön. Das ist total. So. Ah, Zoltan, hallo. Können wir miteinander reden? Geralt? Hallo. Schau mal, können wir nicht miteinander reden? Trinken wir etwas, habe ich auch keine Lust. Ich muss jetzt gehen. Tut mir leid. Haben wir nicht den Typen? Faustkämpfer, alter Bauer, Kennerin, alter Bauer, Spieler. Der war brutal. Faustkämpfe lassen wir in Ruhe. Kalkstein ist verkalkt. Da haben wir einen Korb. Da haben wir den Chunkwirt. Da haben wir einen Spieler, egal. Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt in diesem netten Zustand einfach mal weiter. In dem wir uns gerade befinden. Ja, lade ruhig. So. Und benutzen den Trick, um einfach mal schön schnell zu laufen. Aha, aha. So. Schon wieder ein paar Gäste, aber kein Problem für uns, oder? Schaut, wie tot verdurst ihr? Dann trinkt doch was. Okay. So. Hier laufen ein paar Leute auch rum. Aber das ist deren Schuld, wenn sie sterben eigentlich, oder? Und nicht meins. Wer ist das denn? Hallo, niemand. Oh, ich fürchte, den muss ich töten. Sonst der ganz normale Passanten angreifen. Das können wir uns. Können wir ihm nicht erlauben, ja? Möchte gern angreifen, Geralt. Oh, sei doch ruhig, du dumme Person dahinter dir und lock sie nicht immer an. So, siehst du das? Ja, greif ihn an. Kannst du ihn angreifen, Geralt? Geralt? Das gibt's doch nicht. Ja, deine Werte sind extrem schlecht in dem Zustand, glaube ich. Da sind Überreste. Ich fürchte, der Hund hat ihn getötet. Aber das gibt mir die Möglichkeit, Speisen zu nehmen. Na gut. Tut mir ja leid, aber ich war gerade mit im Kampf, bin betrunken und du schreist einfach mal Hilfe, Hilfe. Das ist nicht wirklich hilfreich. Okay. Auch der will es wissen. Ja, komm her. Los, Geralt. Und enttäusche mich nicht. Streck diesen... Oh, streck Kunde nieder. Komm, hör auf, ihn anzugucken. Ich schwöre, er sieht zwar irgendwie hübsch aus, weil er so grün leuchtet, aber das kann doch nicht wirklich dein Ernst sein. Geralt. Geralt steht auf grün leuchtende Hunde. Also echt. Geralt, das kannst du doch nicht echt ernst meinen und so. Zieh deine Waffe. Wo laufe ich lang? Weiß ich nicht. Kannst du... Oh, oh Mann. Ja, Kürbis ist ein echt schweres Hindernis. Ja, wir wollten, ich glaube, hier geradeaus laufen, oder? Ja, ja. Vorbei an Abigails Hütte. So. Schön hier lang. Ja, zu Abigails Haus brauchen wir nicht. Ja. Brauchen wir nicht. Brauchen wir absolut nicht. Was? Noch mehr Hunde? Die sich auf dem Weg zu uns hier... Warum wenn ihr euch... Was? Warum habt ihr euch wegteleportiert? So. Damit können wir am besten gegen die kämpfen. Gegen solche Massen. Seht ihr? Außerdem finde ich den Kampf sehr gelungen. Na gut, aber gegen einen Einzelnen. So, wenn wir... Ja, komm, Geralt. Erledige ihn. Noch ein Schlag. Danke. Ah, oh, also, ihr seht, diese Nacht ist voller Bargästen. Nicht noch mehr, oder? Natürlich, doch. Hör auf, deine Waffe wegzuschleudern, wenn dein Gegner auf dich zurast. Ich verstehe nicht, wie manche Hexer ticken. Wie du, Geralt. Ja, kann ich ihn endlich nehmen? Ich will ihn erbeuten, looten. Auch wenn er nicht lootet, wird er gelootet. Oh Mann. So. Geht's wieder besser?
Ich glaube, mir geht's langsam besser. Schaut mal her. Ich bin zumindest nicht mehr so wie ein Trunkenbold, laufe ich zumindest nicht mehr herum. So, und das bedeutet, wir werden uns jetzt der Gruft annehmen. Dieser lächerlich kleinen Gruft, in die wir nie reingekommen sind. Doch jetzt ist sie geöffnet für uns. Denn wie ihr wisst, braucht Mikul die Hilfe von mir, um diese Toten zu erledigen. Davor erledigen wir wohl diese Gästeneinheit. Ja, komm her. Ja, wir warten, bis der auch da ist. So, jetzt kannst du angreifen, Geralt. Los, greif an. Ja, okay, nochmal angreifen. Sehr schön. Und jetzt den hier. Los, Angriff, Angriff. Ja, hier, los. Oh. Kannst du angreifen, Geralt? Geralt, greif an! Greif an! Komm, hör auf, ihn anzuessen oder was du auch immer da gemacht hast. Danke. Ah, ist das was so schwer, den zum Angriff zu bewegen? Verstehe das gar nicht. Wieso guckt er die immer so gerne an? Was das ist, das. Ich wollte aber die Überreste. Genau. Haltbare Gegenstände verfügbar, weil ich bin ja so ein geiler Macker. Was ist das? Ach so, das sind Orte der Macht. Was, wir machen mal nichts. Cool, oder? Wartet, wir machen doch was. Ja, wir möchten das Ritual der Magie durchführen. Okay, haben wir jetzt schon mal gemacht. Ich weiß aber noch nicht genau, was es macht, aber in dem Zustand können wir in die Gruft rein. Und darauf freue ich mich und können Cools erledigen. Und dann können wir zwei Quests auf einmal legen. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Ist das nicht... Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Das ist aber nicht Dings, oder? Nee, die habe ich ja flach gelegt. Tipps, in dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Drakatze-Zeug nehmen oder eine Fackel entzünden. Okay. Mädchenleichnam. Die Leiche des jungen Mädchens muss die Ghule angelockt haben. Es scheint, als ob der Inhalt der kleinen Flasche neben ihr die Todesursache war. Ja? Kann ich die nicht looten? Na, schade. Dann nicht, okay. Da ist ein Ghoul. Da, diesmal. Diesmal sind wir dabei. Und die haben ziemlich viel. Und los. So, ja. Und nochmal. Ja, geh mal weiter in diese Dunkelheit, damit wir nichts sehen. Aua. Du machst mir nicht so viel Schaden. Ja, sehr gut. Die Überreste werden wir auch looten. So, was haben wir hier denn? Ghoulblut. Genau das brauchen wir. Ghoulblut. Aber wir brauchen eine Fackel. Wie wär's damit? Kann ich nicht nehmen. Kann ich diese Leiche da nicht... Kann ich nicht... Doch, warte hier. Habe ich jetzt eine Glasfiole genommen? Ich glaube schon. Ist hier irgendwo ein Ghoul? Sehe nichts, tut mir leid. Wartet, wir haben doch gerade irgendwelche wieder Vergiften verwendet wird. Oh mein Gott. Ja? Das ist ein Ghoul. Sehen aber nicht. Aha! Okay, vielleicht sollten wir nicht in der Dunkelheit kämpfen. Wenn man nichts sieht, ist das immer schlecht. So. Ja, wir erledigen euch alle noch. Keine Sorge. Auch du kommst noch dran. Auch wenn du mich gerade ganz schön abfertigst. Wow, das haben wir gut gemacht, würde ich sagen. So, Finisher. Autsch, wartet. Komm doch her. So. Ja, Mann. Okay, okay. Ja, Angriff. Ist die beste Verteidigung, habe ich gehört. So. Jetzt können wir wieder unbesorgt angreifen. Sehr gut. Ja. So. Erledigt. Aber gut gemacht. Hahaha. Ghouls können gar nichts hier. So. Okay, der Ghoul-Vertrag ist erledigt. Das ist sehr schön. Ort der Macht. Wir haben eine neue Region freigestellt. Ja, Rituale Macht. Okay, da ist ein Ghoul. Ghoul, hallo? Ich hätte gerne eine Fackel, aber... kriege ich ja nicht. Kreis des inneren Feuers.
Okay, okay. Da sind lauter Leichen, die ich nicht sehe. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen uns mal kurzzeitig zurück. Vielleicht hier zum Mädchenleichnam, da ist es ein bisschen heller. Kommt, 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 kommt. Und schauen uns an, welche Gegner das sind. Alles Ghule. Drei verdammte Ghule. Können wir hier... Nein, können wir nicht irgendwas drücken? Oh, jetzt habe ich irgendwas genommen. Okay, das können wir natürlich gebrauchen, aber ich dachte vielleicht an irgendwelche Zeichen, die ich gerne aktiviert hätte. Naja, scheinbar nicht. Dann eben keine Zeichen aktivieren, dann einfach der bloße Kampf gegen irgendwelche Ghule. So. Noch mehr Ghule-Action. Und... Ja, wartet. So. Immer schön den richtigen Zeitpunkt, das Knöpfchen drücken natürlich. Um diese Gegner alle zu erledigen. Wie ihr seht, solche großen Probleme sind die jetzt nicht mit der richtigen Taktik. So. Außerdem sind die sehr langsam. Dafür sind natürlich irgendwie... Ja, wartet. Hä? Komm. Du schaffst das, Geralt. Bam. Einfach mal so. Okay. Das war's scheinbar schon. Ich werde aber trotzdem hier noch weitergehen. Denn... Hier, ich hatte drei Ghule, ja. Also ich bitte euch. Lasst mich hier doch nicht hier zum Kackeiermeier machen. Kackeiermeier. Hier wollte ich nämlich hin. Da ist ein Leichnam. Und er hat sehr viele Dinge. Finde ich gut. Also ein bisschen Kreis inneren Feuers. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegner Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen der linken Bildschirmseite. Rechtsklick auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Okay, okay. Aber ich möchte kurz mal in den Optionen kurz was schauen. Außerdem sind wir... Egal, lass mich kurz mit gucken. Hier, Zeichen. Tut man doch mit 1, 2, ja, habe ich gedrückt, aber hat er nichts gemacht. Egal. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Obwohl, wir werden noch die Gruft weiter besuchen gehen zusammen. Da sind nämlich noch ein paar Ghule übrig, die unbedingt sterben wollen. Wenn wir den Weg finden hier. Ist wirklich grausam dunkel hier. Das ist noch ein Ghul. Korridor. Hallo? Okay, ich sehe nichts. Dann machen wir das vielleicht, wenn wir mal Licht haben. Also Leute, zum Beispiel diesen Katzentrank oder so eine Fackel. Vielen Dank, Leute, dass ihr hier wart, mir geholfen habt beim Spielen, mir zugeguckt habt, mir meine Existenz gibt auf YouTube. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Und ich würde mich freuen über einen Kommentar und auch über den Daumen natürlich und über Abonnements. Und dass ihr überhaupt meine Sachen guckt. Also mit allem, ich bin irgendwie sehr vielen zufrieden. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!